Gut, willkommen zurück. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen können. Wir versuchen den Kampf mal ein bisschen zu skippen. Und wir haben schon oft genug verkackt. So, erstmal die Kleinen hier angreifen. Ein Fehlschlag, fantastisch. Schutzschild. Dann darf er mal angreifen. Rettungswurf gelungen. So, wir erschießen das Teufelchen hier. Und machen uns vielleicht schon mal auf den Weg. Und du machst mal diesen hier. Und dann laufen wir alle mal los. Ah, da ist noch einer. Den müssen wir noch ausschalten. Kritischer Fehlschlag, das ist gut. Kann jemand von uns sprinten? Verstecken können wir. Okay, solange der noch angegriffen wird. Sehr schön. Einmal hier hin. Ein Angriff können wir trotzdem wagen. Knaufschlag. Das gleich hinüber. Da sollten wir mal an ihm vorbei sein. Zug beenden. Wir sind am besten daran, wenn wir an ihm vorbei rennen. Ein bisschen Schaden können wir mal versuchen. Bisschen heilende Worte auf den. Bisschen Heilung auf den. Wäre auch nicht schlecht gewesen, dann hätten wir länger durch. Und was soll's. Im Vorbeigehen nochmal reinhauen. Dass er auf uns aufmerksam wird. Okay, hier mal eine Zwischensequenz. Da kommen neue Gegner. Hurry, bevor sie strike. Okay. Können wir hier schon was? Sehr schön. Und hier mal nach vorne rennen. Da sehe ich nämlich Koppler, wer als erstes da ist. Ich sollte mal gerade Hennes Rot auf ihn hier. Der muss nämlich noch eine Runde aushalten. Verdammt, jetzt sind die dran, wir hätten die mal angreifen können. Oh je. Also den ausschalten und voranlaufen.
Und wenn der erledigt ist, sind wir am Arsch. Teufchen besiegen und voran hier. Halt noch ein bisschen aus. Oh Kacke. Nicht genug Bewegungsrate. Zug beenden. Er steht noch. Sehr schön. Wird gespeichert. Das sieht gut aus. Also können wir den Bosskampf skippen. Fantastisch. Nachdem ich schon zweimal daran gestorben bin im letzten Part, ist das die beste Idee. Oha. Schiffstützt ab. Alle außer uns Tränen sterben. Ladebildschirme hier in diesem Spiel einfach episch. Alleine ist das Abenteuer Herzbrot. Stell dir eine ausgewogene Reisegruppe zusammen. Ja, da mache ich mir schon Gedanken. Es wird schwieriger als gedacht. Da bin ich gerade so ein bisschen ein Schattenherz. Weiß ich nicht, ob ich die gebrauchen kann im Team. So ein bisschen. Ist wohl eine gute Heilerin. Später. Aber ich brauche jetzt als Kämpferin ist die halt ein bisschen. Ja. Ich kann heilendes Rot. Sie kann später wohl angeblich mehr. Weiß ich nicht. Vielleicht können wir mit Goethe können wir noch ein bisschen bei Skills ein bisschen eine andere Klasse umskillen. So ein bisschen können wir vielleicht ein bisschen. Kampfwerte noch ein bisschen verstärken. Da könnten wir sie vielleicht mitnehmen. Geht das Schiff zu Boden. Und wo sind die anderen? Die haben hoffentlich auch überlebt. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Dich nach Verletzungen untersuchen, dich orientieren, wo bist du gelandet. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure.
Okay, Taruha aktualisiert und dein Heilmittel. Ob das was wird? So, wo sind denn die anderen? Nach denen sollten wir uns mal umschauen. Wir haben die sehr kleine Map. Okay. Hier liegen Leute rum. Ist doch Fleisch, der Fischer. Erstmal plündern. Ein bisschen Gold mitnehmen. Oh, Schattenherz. Sie aufwecken, nach dem Artefakt greifen, weggehen. Sie aufwecken. Wir sind ja kein Dieb. You're alive. I'm alive. How is this possible? Hätten sie auch hier zurücklassen können, aber ja, ich glaube, wir können sie noch gebrauchen. Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. Ist doch egal, wir haben es geschafft, Barde. Vielleicht war es eine göttliche Intervention zu einem dramatischen gewählten Zeitpunkt. The divine tend to keep their interventions close to the chest. Though, I suppose it's not impossible. Und was jetzt? Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Was ist unsere Freundin geworden? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Sie wird nachher sehen, wie sie verletzt. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. Weil wir es im Team haben. Shelter. And most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Nicht dahin fassen. Böser Kursor. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Mhm. Nein, hier trennen sich die Wege. Na gut. One thing. Just before we go. Wir nehmen sie erstmal ins Team. I wanted to thank you again for freeing me. Wir brauchen dringend neue Klamotten. Right past my pod, diese Klamotten. But you didn't. I'll remember that. Die sehen nicht so geil aus. Okay. Na dann, sie folgt uns jetzt. Ich schaue mich mal nach plünderbaren Sachen um. Immer noch Geld drin. Gold im Benutzen. Was haben wir denn in dem Inventar? Sollten wir auch mal sortieren. 3 bis 8 Schaden, hatte Krummsäbel. Für Nahkampf könnte man den gebrauchen. Und wenn ich mal Nahkampf können, das macht Sinn, dass wir nicht nur auf Fernkampf angewiesen sind. Mystische Tafel. Den Rucksack packen können wir es nicht. Vorratspaket, aha. Aha. Hier haben wir einen Ring. Grüne Stein. Ja, warum nicht? Ein bisschen Schmuck anlegen. Ein Heiltrank brauchen wir gerade noch nicht. Ein Blutstein. Eine Feder. Und dringend neue Klamotten. Sieht doch noch nichts aus.
Ja, Standard Badenkleidung, ich weiß, aber wenn irgendjemand die Kleidung hat, die wir looten können. Fisch und Flasche. Ich nehme erstmal mit. Können wir sortieren, können wir irgendwo eine Truhe finden im Lager oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen Wasser. Kann auch nicht schaden. Ich denke, hier oben geht's weiter. Und können Sie auch irgendwann mal was aufheben lassen? Wir will uns nicht das Inventar die ganze Zeit vollklumpen. Oha. Sind wir wieder im Schiff drin? Oh nein! Busskampf. Fantastisch. Better stay back. One strike could be lethal. One strike could be lethal? Ja, fantastisch. Nee. Wir sind jetzt nicht so großartig. Ah, das ist noch mehr von dem. So, Angriff. Das hat nicht so viel gebracht. Wie unser Angriff. Schütz dich mal. So, Nahkampf. Okay, wir sind nicht gerade so stark. Hier warte, Bardic Inspiration. Können wir gebrauchen. Okay, die greifen schon. Oh. Die greifen schon echt hart an. Heilung auf dich selbst. Magisches Feuer. Sind wir dran? Feuerpfeil. Stufenaufstieg. Okay. Wie können wir das machen? Wir kommen mal zum Stufenaufstieg-Bildschirm. Muss wechseln, Wechsel. Im Fenster Stufenaufstieg. Dann können wir schon mal leveln. Badestufe 2. Sehr großartig. Zauberplatz Stufe 1 freigeschaltet. Alles Könner. Das in Erfahrung ist unterfangen, erfolgsversprechender werden. Ist ein Zauberplatz. Okay. Zauber erhalten. Jetzt können wir hier neue Sachen auswählen, zum Beispiel mit Tieren reden. Das wollte ich eh schon dazu. Yep. Machen wir das. Ein neuer Zauber. Juhu. Und sie kann auch gelevelt werden. Kriege für Stufe 2. Gesundheit erhöht, Klassenmerkmale, Aktion. Okay, es hat hier noch nicht so viel gebracht. Jetzt könnten wir uns mal um den Zauber kümmern. Segnen. Segnen bist du 3 Kreaturen, die hatten einen Bonuswurf. Haben wir irgendwas auf Angriff? Wenn ich tun. Aha.
Du, dein Verbündeter könnt nicht zum Ziel gegen die Schranke verwehren. Das ist nicht schlecht. Wassererschaffung zerstören. Befehlen. Befehlen, eine Kreatur zu fliehen. Das ist auch nicht schlecht. Mit der Verbündete gegen die Angreifer. Mit Kräften von Aberration. Das Schild ist schon gut. Wunden verursachen. Das ist schon echt. Welches Geschoss ist auch geil. Heilendes Wort. Wunden heilen. Könnte man heilendes Wort vielleicht ersetzen irgendwie durch Heiligtum zum Beispiel. Mein heilendes Wort können wir selbst schon, das braucht die nicht auch noch können. Da fliehen ist auch eine geile Sache. Heiligtum oder fliehen. Vielleicht können wir irgendwann ein Level mit neuen dazu, ein neues dazu kriegen. Nein, nicht das. Das fand ich gut so. Das ist der verlernte heilende Wort. Ich mache erstmal fliehen. Das ist mal. Jetzt habe ich schon 30. Obwohl Wasser auch cool gewesen wäre. Wo sind wir denn hier? Was für Schaden nehmen. Ah, da waren wir schon, der hat nix. Verwüsteter Strand. Nimm du mal ein paar Sachen an dich. Okay, hat nichts, aber wir könnten doch vielleicht hier die. Wenn ich die. Ich will hier nochmal plündern. Nein. Oh, Sion. Ich gehe mal hier ein bisschen mit ihr umher. Mit Z können wir springen. Okay, was haben wir denn hier? Okay, alte Tür. Zum Lager können wir da gehen. Ich würde tatsächlich erstmal hier bleiben, das ist keine so schlechte Idee, uns erstmal hier umzugucken. Noch ein bisschen Looting betreiben. Bevor wir weitergehen. Wir können es auch untereinander im Inventar Sachen zuweisen irgendwann. No time to dally. Lass meinen Charakter mal ein bisschen hinterherlaufen. Oh, ein parfümierter Brief. Sollten wir mal lesen. Ich liebe dich, da ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder, bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldur's Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart. Aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Beschaffen es schon ohne den Rest. Späte dich nicht. Liebe deine Anna. Vielleicht finden wir die
hier noch irgendwie einen königlichen Brief zu geben. Fischeimer. Da ist ein Fisch drin. Ein Wunder. Ein Rucksack. There's bound to be a settlement somewhere along this river. Den Rucksack können wir auch mit einstecken. Das Buch nehmen wir auch mal mit. Ich werde nicht alle Bücher durchlesen, die wir hier haben, aber der ist ein kleiner Brief, den wir schnappen. Nichts drin. Und Rucksack. Still breathing, despite everything. More for me. How much farther can I go? Ah, da können wir Sachen hinzufügen jetzt. 55 Gold. Warum können wir die da nicht hinzufügen? Okay. Gerühmter Aufschneiderhut. Mhm. Wenn das nicht passt. Nehmen das mal hier raus. Bei Nahrung würde ich im anderen Beutel packen. Wenn es denn mal geht. Da haben wir einen Hut. So viel zu meiner Kleidung. Hat man dich nicht hier reingesteckt? Schattenherz im Winter. Hier mal zum Beispiel das Buch, könnte man da mal reinstecken und den Brief. Oh, ein Beutel. Noch ein Heiltrank. Inventarsortierung machen wir dann wahrscheinlich eher irgendwann später. Können wir das Fass mitnehmen? Natürlich. Okay, hier drüben waren wir glaube ich schon. Möglicherweise. Kommen wir hier noch lang? Ich wundere, ob die Götter mich beobachten. Ich glaube, hier waren wir schon. Durch den Tentakel durch hier. Da drüben haben wir noch nicht alles erkundet. Sollten wir vielleicht nochmal rein, wenn da ein Bosskampf gestartet hat. Das ist vielleicht nicht schlecht, da mal nachzugucken.
Das war ja dumm. Ah, da können wir drüber hüpfen. Erstmal plündern. Schade, kein Hirn. Diebeswerkzeug. Dann nehme ich erstmal an mich. Vielleicht finden wir irgendwo nochmal einen Dieb. Oha. Ganz Kisten zum Tal gesteckt. Ja, warum nicht? Können wir das Fass stecken? Ja, Kiste ins Fass gesteckt. Mal drauf klettern. Das macht Schattenherz da. Das ist eh ein Tor, was wir nicht aufkriegen, was verschlossen ist dort drüben. Vielleicht gehen wir einfach hier weiter. Hier geht's ins Wasser. Hier gibt's Pflanzen. Sah fast aus, als hätten wir damit interagieren können. Na, die Mütze von oben. Bin mal gespannt, wie sie uns in Zwischensequenzen steht. Oha, hier ist so eine von den Kapseln. Hat sie hierher geschafft. Oh, hallo, wen haben wir hier? Astarion. I've got one of those brain things cornered. There. Fantastisch. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Töte es selber, vielleicht dazu seht ihr aus. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Oha. Schicklichkeit schnell wegrollen, Stärke auf die Füße kommen. Ja, Stärke haben wir nicht so sehr. Ich mach lieber. Jetzt gehen wir drauf, weil er uns ersticht. 10 Bonus hinzufügen, auf jeden Fall. Glückliche Fügung. Ja, nice. 17. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Ich gehöre nicht zu denen. Ihr und euch, mich hatten sie auch entführt. Steht das Messer weg, dann können wir vielleicht reden. Ich habe nichts mit euch gemacht, noch nicht. You'll talk. I can... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Ist der Wurm der Gedankenschinder, er verbindet uns. Bestimmt, keine Ahnung, steht das Messer weg, dann sage ich euch alles. The worm. Of course. That explains things. Somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Schön angenommen, schön, dass wir uns noch freundlich gesonnen sind. Ich habe doch wohl mehr zu bieten, als tut mir leid. Ja, indeed we are. Das ist die richtige Bahn an. Please allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Baldur, ja.
sich vorstellen, ist auch bei Luria eine Geschichte erzählen. Sich vorstellen und eine Geschichte erzählen, das Baden anfühlt. You've been busy. So, ganz hin um Geschichte. About these worms while wandering the ship? Ja, leider, sie machen uns zu Gedankenschindern. Ich weiß, dass wir sie nicht in unsere Köpfen haben wollen. Ihr wisst so viel wie ich. Turn us into. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren, loswerden müssen wir sie. Ihr solltet mit mir reisen, gemeinsam werden, haben wir bessere Chancen. Ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. Ich habe hier genug Zeit verschwendet, lebt wohl. Beides irgendwie, aber ja. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mine flare ship and walk away seems like a good person to know. All right, I accept. Lead on. The Blaze Elf. Der Schurke. Also bis zur Schurke selbst subklappt haben. Brauchen wir den auf jeden Fall. Und können wir Stufenaufstieg machen. Durch das Kennenlernen jetzt. Natürlich. Hoch 11, Stufe 2 schon. Ja, gibt nicht viel zu leveln. Ich kann jetzt mit Tieren sprechen. Cool. Hello. What can I do for you? Erzählt mir was von euch. What's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Nee, das ist der soll mitkommen. So, aber wo lang geht's? Dort nach oben würde ich denken. Und dort könnten wir noch erkunden. Dann gehen wir noch mal hier. Und da geht es nicht direkt weiter. Können wir hier noch was finden? There. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Just be careful. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel. Compassion. Compassion. Mitleid. Und für Nachgeben, das ist falsch zurücktreten. Und das ist wütend sein oder nicht. You can't move. Can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve. To die for it an honor. It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Sich ganz auf seine Gedanken konzentrieren und ausnutzen, sich befreien. Ich weiß ja nicht. Am Ende werden wir dann zum Sklaven. Nee, komm. Weg hier. Defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Diese Augen für immer schließen, einem langsamen Tod überlassen. Puh, wir sind Bard und kein Krieger. Lass was liegen. Ist eher am Sterben. Jetzt hatte ich doch Mitleid und habe ein Leben gelassen.
der Mist. Gedankentrick hat geschafft, hat geklappt. Ein heißes Feuer. Ich kann mal drüber springen. So nämlich. Jetzt gehen wir in eine ganz andere Fahrt. Ich würde aber hier nochmal gucken. Und die Landschaften. Ich will hier nichts übersehen, deswegen. Das ist Trümmer der Käfer. Käfig. Broken. Must have been here a while. Oh dear. Die ganze Gedankenglitch. Another broken truck. Falle. Who made these things? Nicht, dass wir gleich noch in eine Falle reingeraten. Oha. What's going on with that room? Looks unstable somehow. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Immer berühren. Oha. A hand? Anyone? Bade Krasma, mit der Magie des Sieges verbinden uns, sie dann bitten, sich zu beruhigen. Natürlich. Ja, 7 schaffen wir so. Oh, eine 2. Ach, schaffen wir aber trotzdem mit dem Boni. Erfolg. Das ist so knapp. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Dumb again. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Da wird unser Trupp immer größer. Da rinnt die Zeit vorbei, kommen da Abenteurer nicht zu verschwenden, das will ich doch hoffen. Apologies. I didn't exactly memorize my cephalopodian banishment spells last night. Wasn't the best prepared for an attack by squid. Say, but I know you, don't I? In a manner. Ich finde es so großartig, dass die alles vertont haben. Ja, mein Teuer, das ist. Nein, deswegen schon ein geniales Spiel. Vertraust dem Mann nicht, war verziehen. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer. Near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer magical in nature, wir können gegen das starten mit the weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? Ich weiß nicht, bin ich so ein Gay-Fan. Ein Schiff übernommen, ist sicher gelandet und den Tag gerettet. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. So who am I to argue? Still, putting the heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Yeah.
The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Okay, haben wir dabei. Uncannily adroit with a knitting needle? Aber das wird nix. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ich würde euch dieselbe Frage stellen, das kann ich nicht behaupten. Ich kann ein Bade, ich kann schlichte Krankheiten, Verletzungen behandeln, aber unbekannte Parasiten steigen meine Künste. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Kennst du das nicht irgendwie? Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Nehmen wir den ersten mal mit, bis wir was Besseres sagen. You're about to embark on a journey with most ill-mannered a man. Thank you. Pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. Wenn ich habe den Stecken, das sind so opportunities will present themselves for me to return the favor. Und ein Stufenaufstieg. Wollen wir unseren Magier hier mal leveln. Magier Stufe 2. Oh, zwei Zauber. Was haben wir denn hier? Brennende Hände. Rettungswurf, die Ziele allein dennoch den halben Schaden. Person bezaubern. Können wir, glaube ich, schon. Vertrauten finden. Magisches Geschoss. Verschießt drei magische Wurf, weil die jeweils 2 bis 5 Mischaden wirken. Finde ich nicht schlecht. Schutz vor Gut und Böse. Das Ziel im starken Schild. Ace Messer. Oh, 3 bis 22 Schaden, das ist gut. Nehmen wir. Ich mache erstmal auf Schaden aus, aber später kann man noch. Können wir noch anders. Mit Schatten jetzt würde ich gerne mal kurz quatschen. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. Aha. Ne, getrennte Wege wollen wir nicht gehen. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Macht euch sicher Gedanken über unsere blinden Passagiere. Was habt ihr vor, wenn die Larven tatsächlich losgeworden sind? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Mm-hmm. Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Ah, ja. Das wird ein bisschen besser. Ja, jetzt. Noch nicht gleich am Anfang.
Da waren wir nämlich hin. Dead goblins over there. Footprints. More that survived the crash. Wir untersuchen mal hier ordentlich. Wo läufst du denn hin? Kein Ziel. Hm. Ich sehe mich selber an mich. Das ist gut. Sie kann sich ja selber auch noch heilen. Sehr schön. Dann bin ich wieder fit. Ach, so viel dazu. Nicht durch Feuer durchlatschen. Oh, ein Schädel. Ein Nierenknolle. Oh je, yeah. Hier sehen wir nichts. Wir sind da hoch. Scheiße, wo sind wir? Was mache ich denn hier? Ich brenne. Anscheinend kenne ich mich gerade nicht mehr. Wir verrecken hier noch am Feuer. Lass du sie mal heim. Kein Ziel. Skandalös. Nein, nicht dort. Was machst du? Hier hoch wollen wir. Okay, Gelegenheitsangriff. Barsch Angriff. Aha. Wir sollten heilen. Kein Ziel, kein Ziel, kein Ziel. Wo latscht denn hin? Das ist hilfreich. Gesang der Rast können wir auch noch. Ach, das bin ich. Beweise Punkt. Hier waren wir, glaube ich, schon. Puh, dann sollten wir mal wieder. Ich glaube, da oben geht's weiter. Nicht wieder durchs Feuer durch, aber. Wenn möglich, hier mal hoch. Mal Geld gerade aufgesammelt. Gehen wir mal nach rechts weiter. Ich vermute, da links geht's weiter. Und hier haben wir noch eine Stelle frei. Ah, Geruch an der Ruine. Ich komme da mal hin. Kapelle in der Gang. Erdhaufen. Don't fancy getting my hands dirty. I need a shovel. Eine Schaufel haben wir, glaube ich, nicht. Knorrige Wurzeln. Okay, da sind Leute. Ich will da jetzt bloß nicht reinstürzen. Ich tue mal drum herum. Eine Luke. Don't give me trouble now. Schloss knacken.
Oha. Das war wohl nix. Kann da vielleicht das Tarion mal. Könnte man sich mal versuchen. Easy. 20. Okay, Bonus hinzufügen auf jeden Fall. Versuchen wir es mal. 14, ja easy. Erfolg. Dann nehmen wir nochmal so einen Schurken. Mal schauen, was hier unten ist. Klammegruft. Hier sind wir gerade hereingestürzt. Ah, mit der Eisenleiterknummel da raus. Starion, geh mal vor. Mal schauen, was wir hier finden. Scribes with swords. So much for the quill being my dear. I wonder what was so subversive about their words. Tote Schreiber. Ein Kampfstab. Schuftrohr der brennenden Hände und Gold. Zauberlärm. Interessiger Angriff. Aha. Was hat der denn im Moment? Kampfstab, den der wäre eher. Das ist eigentlich eher für den. Zu ihm passen ja durch oder so. Das würde ich eher an. Und sie weitergeben, wenn es geht. Streitkolben, 0 bis 5 Schaden. Jetzt 2 bis 9 Schaden. Würde ich mal sagen. Eine Waffe für sie. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Gut. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. With haste. Noch ein toter Schreiber. Oh, ein Schlüssel. Den Dolch. Der Dolch wäre doch der, das wäre doch was für. Den können wir mal Starion geben. Das wäre was Tolles für ihn. 3 bis 6 Schaden. 4 bis 7 Schaden. Zweihandangriff. Sehr schön. What to do? Time to press ahead. Aha, vergüllte Truhen. Glaskelch, Teller. Können wir mal verkaufen. Wir finden hier wertvolle Schätze. Es muss doch hier irgendwo eine Falle geben. Das Jurgel, Scribe of the Dead. I didn't think anyone still worshipped him. Oh, ein Krummsäbel. Drei bis acht Schaden. Wird auch drei bis acht Schaden.
Yeah. Ticken wir den Rucksack hier. Wir haben eh schon die Waffen drin. Da drüben können wir vielleicht rein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Das habe ich schon mit Snape im Leben gesehen. War an ihm fehlgeschlagen. Ein Knopf. Das ist gut, dass wir die geplündert haben. Oh je. Nächster Bosskampf. Schnell rein hier. Erstmal alle rein hier. Alle rein hier. Und auch rein hier. Okay. Schmieren. Den Bereich da vorne. Oh, scheiße. Haben wir uns jetzt selbst angegriffen? Okay, die kommen jetzt hier erstmal rüber. Wie stark sind die? Naja, nicht so stark, wie es ausschaut. Der hat 7 HP. Den sehe ich auch mit 7 HP. Die dürften wir relativ weit besiegt haben. Oh, der hat 19. Oh Gott. Auch den kriegen wir hin. Heiliges Wasser. Amulett der verlorenen Stimmen und Toten sprechen. Nicht schlecht. Können wir gebrauchen. Und Toten sprechen. Better not be cursed. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Wollen wir den schon öffnen? Erstmal die Gegner besiegen, würde ich sagen, oder nicht? Okay, Bardic Inspiration, würde ich mal sagen, auf unseren Zauberer. Unseren Magier. Okay. Du stellst die mal im Hintergrund, lass die beiden anderen kämpfen. Resistenz. Okay, können wir irgendwas noch vorbereiten? Das Fetten hat hier nicht so gut geklappt. Magierrüstung. Bis zur langen Rast. Okay, let's go. Lasse kommen. Kommen die einzeln durch die Tür, ist die Hoffnung. Wir müssen einzeln besiegen. Glaube ich taktisch am besten. Da ist der erste schon drin. Okay. Ach, die sind ja gar keine. Immer gar kein Problem. So nämlich. Haben wir den ersten.
ein bisschen Geld zu beenden. Und badische Inspiration auf ihn. Dann haben die beide. Okay, können wir hier vielleicht jemanden schießen? Ich glaube, da ist doch der war schon down. Der ist schon down gegangen. Zug beenden. Magier, kannst du irgendwas? Ein Hexenpfeil. Situationsabhängige Aktion. Das ist eine Aktion als Ergebnis eines anderen Attributs Megas freigeschaltet. Sie verbleibt neben deiner Schnellleiste, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Aha. Okay. Ja, das war jetzt. Jetzt zieht sich zurück. Werfen. Okay, wieder rein mit dir. Durchbohrender Schlag. Okay, machen wir mal einen Pfeil. Der ist schon tot. Fantastisch. Dann mal ein Sprint vielleicht. Spurten. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Steht auch noch ein Gegner oder nicht? Nicht erreichbar. Na dann. Kritischer Fehlschlag. Fantastisch. Breathe deep and move. Let me recite their demise. Können wir ihn jetzt nochmal? Sehr schön. Komm her. Klettert der hoch hier. Oha. Das ist nicht gut. Geben wir uns mal einen offenen Kampf. Spurten. Zielpunkt nicht erreichbar. Und jetzt vielleicht mal, wo steckt er denn? Das ist aber ungünstig. Blood comes easy these days. Mistra Rill. Zielpunkt nicht erreichbar, dieser Bastard. May it please, Mistra. Klettern kann man nicht. Komm runter, du. Steht deutlich über mir. Das könnte ein taktischer Vorteil werden.
sollten wir eher mit jemand anders machen. Na komm, hier. Time to press ahead. Rough tempest I will raise. Den sollten wir mal jetzt sprinten. Mal schauen, ob das was wird. Großartig. Jetzt kommst du wieder runter, natürlich. Ist klar. Da besiegt. Dann sollten wir da mal wieder rein. Erstmal plündern. Und durch. Können wir schon verkaufen. Ja, nix. Open up. A lot of effort to hide one sarcophagus. Ich weiß schon, wer da drin ist, aber let's go. Öffnen wir. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Okay, was für eine Frage, warum stellt ihr die? Er hat also gesprochen, wen meint ihr damit? Ich bin leicht verstört, nachdem ihr so eben aus dem Kap gekommen seid. Wer seid ihr? Ein friedlicher Untoter, interessant, warum greift ihr mich an? Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Kein Leben ist mehr wert als ein anderes, wir sind alle gleich. Es hängt von den Taten einer Person ab, Leben ist nur als Währung zu gebrauchen, nur das zählt. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung, hängt von Sterblichen ab. Ein Leben ist nur so viel wert, wie die Legenden, die daran erinnern. Weißt du was? Brauche ich nicht lange zu überlegen. A life and how it is lived are different equations. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Und haut ab. Gut. Und ich habe halt auf den Thema geguckt, während die Zwischensequenz startete. Und der sagt mir, das soll es für heute gewesen sein, diesen Part. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bei DOS GX3. So sieht's aus. Bis dann und ciao.